Online-Communities sind die Ameisenstaaten des Internet. Die erfolgreichen Gemeinschaften entstehen nicht aus dem Nichts und sie überleben nicht aus Zufall. Community-Manager bringen Ordnung in die Diskussion, ohne Debatten zu ersticken. Sie müssen Hass und Häme eindämmen, ohne gleich jede zweideutige Bemerkung zu löschen. Und sie müssen vor allem versuchen, die Community über Jahre lebendig und attraktiv zu halten. Bei der Auto-Community Motor Talk kümmert sich Bianca Oertel um mehr als 2 Millionen Teilnehmer. Wie viele kam auch sie per Zufall zu dem Job? Ich steckte damals in meinem BWL-Studium in Berlin und habe mal wieder einen Nebenjob gesucht. Und ein Freund fragte mich, ob ich nicht bei denen bei Motor Talk, erst oder Entwickler, als Community Manager arbeiten möchte. Damals sagte mir das noch nicht viel, aber er wusste, okay, Bianca, die treibt sich sowieso in jedem Forum und jedem Netzwerk und sonst worum. Vielleicht wäre das ja was für die. Bis heute gibt es in Deutschland keinen offiziellen Weg zu Bianca Oertels Beruf. Sie musste sich deshalb nicht nur selbst ihre Fähigkeiten aneignen, sondern muss sich auch ständig selbst fortbilden. Denn kaum ein Beruf ist einerseits so vielfältig und wird andererseits so wenig anerkannt in Unternehmen, sagt der Gründer der Social Media Akademie, Andreas Leonhardt. Das, was die Leute dort leisten und können und an Kompetenzen mitbringen müssen in diesem Beruf und wie wichtig dieser Beruf immer mehr wird, ist in der digitalen Szene weitestgehend bekannt, aber wenig darüber hinaus. Und gerade auch, denke ich mal, wenn man jetzt in Personalentwicklungsabteilungen schaut, auf was da geachtet wird, welche Skills und Kompetenzen noch ins Unternehmen reinkommen müssen, da hat sicherlich sowohl Social Media als auch Community Management im speziellen Fall noch so eine hintergeordnete Position. Ein Karriereplan oder Unterstützung von Vorgesetzten für die Twitter-Tussi und den Facebook-Onkel gibt es in Unternehmen praktisch nicht. Auch deshalb rief Bianca Oertel den Berliner Stammtisch der Community- und Social-Media-Manager ins Leben. Ihr Ziel? Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und den Beruf bekannter machen. Ich kriege das natürlich mit, dass ab und zu mal auch beim Stammtisch Personen sind, die sind dann sozusagen als Community-Manager eingesetzt, einfach nur, weil sie die Einzige in der Firma waren, der einen Facebook-Account hat. Okay, die kommen dann an und sagen, okay, stell mich dem jetzt, was muss ich machen? Wo muss ich hin? Kann ich mich informieren? Wen kann ich fragen? Und so weiter. Den helfen wir natürlich gerne weiter. Und diese Hilfe ist gefragt. Denn der direkte Austausch mit der Community ist mitunter äußerst fordernd und belastend. Das hat Juliane Leopold schon mehr als einmal selbst erlebt. Als Social-Media-Redakteurin bei Zeit Online steht sie in ständigem Kontakt mit den Lesern und ist immer die Erste, die deren Frust abbekommt. Manchmal geht es mir so, dass ich einen Kommentarthread aufmache und echt erstmal die Mundwinkel hängen lassen, weil so viel Negativität und so viel Hass oder unreflektierte Negativität rüberkommt. Und ich glaube, eine Herausforderung in dem Social-Media-Job ist es, Grenzen zu setzen, weil sich selber das nicht an sich rankommen zu lassen. Entmutigen lässt sich Juliane Leopold von den Trollen und Hatern unter den Zeit-Online-Lesern nicht. Sie sieht Community Management auf einer Newsseite als Fortsetzung des Journalismus im Online-Zeitalter. Und nicht nur hier gilt es den Community-Mitgliedern klarzumachen, dass bestimmte ethische Standards nicht verhandelbar sind. Wir legen großen Wert darauf, dass wenn jemand Dinge behauptet, ich hatte heute so einen Fall, ein Nutzer, der geschrieben hat, also in der Nähe von Asylbewerberheimen steigt sofort auch die Kriminalität. Das wisst ihr aus Statistiken. Und das ist ein Fall, wo ich dann reingehe und sage, bitte posten Sie diese Statistik, sonst muss ich den Beitrag löschen. Und so versuchen wir, eine gewisse Flughöhe reinzubringen. Erfolgreiches Community-Management zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass man jedem Mitglied nach dem Mund redet. Viel wichtiger ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, die den Austausch untereinander befördert. Und dazu gehört es auch, mit Kritik aus der Community umgehen zu können, wenn mal etwas nicht funktioniert hat. Wenn wir ein Problem haben, wenn es uns mit einer Marke oder einem Unternehmen nicht gut geht und wir uns ärgern, wir eine Wut haben, dann kann die einfach sehr, sehr gut abgefedert werden, indem jemand ein offenes Ohr für uns hat und Verständnis zeigt. Das funktioniert sowohl im Tante-Emma-Laden um die Ecke als auch bei einem großen deutschen Konzern. Community-Manager, die wissen, wie man mit Usern auf Augenhöhe kommuniziert, sind für Online-Gemeinschaften unentbehrlich. Und Menschen wie Bianca Oertel halten als sozialer Kitt mit ihrer Arbeit die Netzgemeinden zusammen.